läuft fast wie von selbst. Der Park- und Manövrierassistent im BMW Operating System 8 kann Ihr Fahrzeug ganz automatisch für Sie einparken. Das System übernimmt dabei das Beschleunigen, Bremsen und Lenken, um in- und aus-, längs- und Querparklücken zu rollen. Allzeit bereit. Wenn Sie langsam an geparkten Fahrzeugen vorbeifahren, hält das System nach Parklücken Ausschau. Drücken Sie einfach die Parkassistenz-Taste in der Mittelkonsole, um freie Lücken im Control-Display anzuzeigen. Oder wählen Sie im iDrive-Menü Fahrzeug-Apps Parken. Wenn Sie in den Rückwärtsgang schalten, öffnet sich die Parkansicht automatisch. Im Control-Display und in der Instrumentenkombination wird der aktuelle Status der Parkassistenzsysteme angezeigt. Wählen Sie die Assistenzansicht für eine stilisierte Darstellung des Fahrzeugs von oben mit der Fahrzeugumgebung im passenden Maßstab. Parklücken werden erst dann erkannt, wenn Sie komplett daran vorbeigefahren sind. Im Display stehen Ihnen dann Parklücken und Einparkmanöver zur Auswahl. Wählen Sie die gewünschte Option direkt am Control-Display. Oder mit dem Rändelrad am Lenkrad in der Instrumentenkombination. Folgen Sie den Anweisungen. Während das Fahrzeug rollt, können Sie es mit der Bremse verlangsamen. Nutzen Sie Ihre Stimme. Sie können den Parkassistenten auch über den BMW Intelligent Personal Assistant aktivieren. Hey BMW, starte den Parkassistenten. Natürlich fährt der Parkassistent Ihren BMW auch automatisch aus einer Parklücke heraus. Wenn Sie das Fahrzeug eingeschaltet haben, drücken Sie einfach auf die Parkassistenz-Taste oder schalten in Getriebestellung R. Anschließend nutzen Sie den Parkassistenten zum Ausparken, auf dieselbe Art, wie Sie zuvor eingeparkt haben. Schauen Sie auch unsere anderen How-To-Videos an, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen.